Hallo, ihr süßen Puppets, ich bin's, eure Jurassic Park, mal wieder live aus Berlin. Und ich gehe heute mit der Weinhaus mal wieder auf den Weihnachtsmarkt, da freue ich mich sehr. Aber die waren noch kurz bei Rosmange, da kommt sie wieder, da kommt sie wieder. Da ist die Weinhaus. Weinhaus? Oh, wie schön die aussieht. Guck mal. Was hast du denn gekauft, Weinhaus? Ich war bei Rosmange und ich habe mir eine zweite Stumpfhose gekauft. Oh, damit ihr warm ist. Es ist nämlich recht kühl im Schritt und es ist under to wear. Ja, dann zieh die mal an. Halt mal. Ja. Hast du einen Mülleimer dabei? Nein, habe ich nicht. Kannst du kurz einstecken? Ja, gerne. Plastik trennen, bitte. Beschichtetes Papier. Ja, ja. Und normale Pappe. Okay, drei verschiedene Sorten Müll. Passt zu uns. Alter. Mir ist so kalt an den Beinen, Jurassica. Ja, dann zieh doch mal eine Strumpfhose jetzt bitte an. Heute ist der 14. Dezember oder 16. oder irgendwas. Das machst du so süß, Weinhaus. Nee, warte mal, ich muss erst das Bauchwerkhöschen ausziehen. Ach so! Oh Gott! Willkommen in der Potsdamer Straße, liebe Zuschauerinnen und Zuschauerinnen. Und Mischgeschlechter. Und Mischgeschlechterinnen. Gott, verkühl dich nicht, Weinhaus, bitte. Nee. Toll, Weinhaus, eins drauf mit Mappe. Und wir gehen jetzt auf den Weihnachtsmarkt, Weinhaus. Ja. Und zwar gehen wir jetzt auf den Weihnachtsmarkt im Charlottenburger Schloss. Vorm Schloss Charlottenburg. Kostet bestimmt Eintritt. Hast du Kleingeld mit bei? Ich muss, glaube ich, noch mal zum Automaten. Gibt es da Münzen? Nein. Ja, die können doch wohl wechseln. Entschuldige mal bitte. Wir sind jetzt am Weihnachtsmarkt Schloss Charlottenburg, Weinhaus. Guck mal, wie festlich das ist. Es ist nicht nur festlich, sondern es bringt einen einfach den Geist der Weihnachten ein bisschen näher. Ein Schloss. Was wahnsinnig hässlich aussieht. Nein, das ist schön. Das ist sehr hässlich. Findest du? Bevor es umgebaut wurde, 17 noch was, war das ein Landschloss, da war Charlottenburg eine Stadt vor den Toren Berlins. Charlottenburg gehörte gar nicht zu Berlin. Genau, bis 1924 so. Genau. Und oh, hier ist auch was los. Toll. Meine Güte. Können wir wieder gehen? Nein, wir müssen hier hin. Sehr viele Menschen sind hier. Hallo. Ja, ja. Ja, ja. So, guck mal hier. Hier, guck mal hier. Oh, wie schön, wie festlich das beleuchtet ist, das Schloss Charlottenburg. Jurassica? Ja? Der Unterschied zum Weihnachtsmarkt im Schloss Charlottenburg, zum Beispiel auf am Potsdamer Platz oder so, der ist ja gar nicht so unterschichtig. So, Weihnachts, trinken wir irgendwo mal einen Glühwein? Ja, gern. Oder eine Wurst. Ich möchte gerne eine Wurst trinken. Hallo. Das sind auch so Heizröhren. Oh ja, wollen wir einen Glühwein trinken? In den Punsch. Ja? Wir trinken jetzt erstmal einen Glühwein. Ja. Hallo. Zwei Glühwein. Nee, nicht süß. Mit Sahne oder ohne Sahne? Weiß? Ja, sind die nicht so süß? Ja, gerne. Aber ohne Schuss, bitte. Ja, der hat genug Bums. Okay, der hat Bums. Hast du gehört? Der hat Bums. Ja, der hat Bums. Mir ist jetzt schon kötterig. Der ist kötterig? Also dann erstmal Prösterchen. Riecht nach Knoblauch. Richtig, ich finde auch. Warum riecht denn der nach Knoblauch? Sag mal, Weinhaus, ist dir eigentlich gerade festlich? Mir ist so festlich zumute, Jurassica. Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade meinen eigenen Jesus entbunden habe. Unbefleckt Empfängnis zuvor, ja. So, Weinhaus, du und Weihnachtsmärkte, erzähl mir mal, wie wichtig sind dir Weihnachtsmärkte als deutsche Staatsbürgerin? Ich hasse Weihnachtsmärkte, außer ich bin mit meiner Mutter unterwegs. Wer ist denn deine Mutter?
Du bist meine Mutter. Ach, ich bin deine Mutter? Meine Mutter. Deine Mutter. Guck mal, süß. Da steht drauf, Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Charlottenburg 2018. Das Schöne ist, ich möchte auf den Klimawandel hinweisen. Auf dem Bild Schnee. Bei uns, es schneit zwar, aber bleibt der Schnee liegen. Es gibt ja keinen Schnee mehr in Berlin, schon seit Jahren nicht mehr. Oh, süß. Guck mal, da sind Engel. Guck mal hier, süß. Was macht ihr hier heute? Ich habe eure eigene Handheizung mitgebracht. Das finde ich sehr vorteilhaft. Weil sammelt ihr Spenden? Wir spenden das für die Kinder aus der Ukraine. Aus der Ukraine? Ja. Na, warte mal, warte mal. Moment, die Ukraine ist gegen Putin. Spend mal. Putin ist scheiße. Ja, die sind, nicht alle sind gegen Putin in der Ukraine, ne? Warte mal hier. Seid ihr für oder gegen Putin? Ja. Wir sind aus der Ukraine. Bis jetzt. Salam. Baka. Oh, Entschuldigung. Die wollten jetzt keine. Die hatten keine Ahnung. Meinung beziehen. Die hatten die waren halt absolut unpolitisch. Das mögen wir nicht, Weinhaus, weil wir mögen wenn ja wir, gerne. Wenn wir jetzt unseren Rock filmst, die warte mal, warte mal. Oh. Hallo. Oh, oh Gott. Ach, ist das festlich hier oben, Weinhaus. Das ist das Backstage. Das ist Backstage, ja. Sehr frisch eigentlich. Ich bin total auf dem Zeiger. Hi. Merry Christmas. Ja, schön. Ganz viele Menschen. Und alle Menschen wollen auf den Weihnachtsmarkt gehen. Oh, weißt du, was wir nachstellen könnten? Nee. Titanic hier oben. Nee, machen wir nicht. Oh. Ich find, ja, nee. Aber ich bin so eine schöne Kate Winslet. Nee, bist du gar nicht. Doch. So, Weinhaus. Ja. Wir wollen jetzt den Backstage suchen. Im oder? Schloss. Ach so, ja, stimmt. Weil die Sophie Charlotte, die hat ja da auch ein Backstage gehabt damals. Die war ja eigentlich heimlich transvestiert. Ja, genau. Wie alle eigentlich aus der royalen Familie. Deswegen hat sie auch eine Strumpfhosenmanufaktur gegründet. Genau. Im preußischen Berlin. Eine preußische Strumpfhosenmanufaktur. Oh Gott. Sunny und Sophie. Aber ist das Schloss schön beleuchtet, Weinhaus? Es ist so süß gestaltet. Nein. Es sind wahnsinnig viele Menschen hier. Unterschichtig. Und ich hasse ja Menschen. Ich hasse Menschen. Zum Glück sind hier nicht so viele Kinder, weil wenn hier noch Kinder wären. Oh, oh, da ist der Shop. Wir könnten mal in den Shop. Ist da ein Shop? Ja, ist ein Shop. Oh. Wo denn? Na da. Ach, da ist ein Shop. Da ist der Shop. Da gehen wir jetzt mal rein. Wir gehen jetzt mal in den Shop. Können wir ganz kurz nochmal, ich möchte ganz kurz die wirklich äußerst geschmackvolle Weihnachtsdekoration vorm Shop demonstrieren. Ist es optisch betrachtet ein Triptychon? Ein Dreiteiler? Ja. Ist das süß gestaltet? Eins. Zwei. Ja. Und da ist noch so ein Engel. Aber eine Weihnachts, nein. Drei. Ja. Guten Tag. Sagen Sie, wo finden wir eine Toilette? Guten Tag. Hallo. Okay, es gibt einmal welche auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist viel zu kalt. Das sind Damen von Welt. Wir brauchen eine warme Toilette. Geht das? Ja. Oh Gott, Sie sind Goldstücke. Oh. Ich frage, wie sie heißen. Begim. Oh, Begim. Können wir du sagen? Ja, natürlich. Oh. Danke sehr. Oh, Begim. Oh Gott, wirklich. Du bist wunderschön. Du hast so tolle Haare. Ja. Wunderschön. Oh, Begim, das ist so süß von dir. Und guck mal, meine Haare sind auch echt tolle. Das sind aus Plastik. Ja. Dankeschön. Da oder wo ist der? Da? Ja. Dankeschön, wir kommen. Wir sind gleich wieder da. Ach, du süße Maus. Ja, okay, dann gehen wir einfach ganz. Ja, also mal kurz. Dankeschön. Ist die süß, oder? So, wir waren jetzt gerade auf dem Klo im Shop. Ich musste groß.
Manchmal ist das so. Und jetzt ist genau nach mir ist eine ältere Dame aufs Klo gegangen. Das ist mir sehr unangenehm. Aber egal, das Schloss sieht sehr, sehr süß aus. Guck mal, wie süß das gestaltet ist, das Schloss. Und ich möchte sofort hier weggehen, damit diese ältere Dame mich nicht nochmal sieht. Man muss halt manchmal groß, weißt du? Und jetzt musste ich auf dieses Klo gehen. Arme alte Frau. Ist mir sehr unangenehm gerade. Wo ist denn meine Tochter? Bein aus! Ich gehe da nicht wieder rein. Du hast deinen Gürtel verloren. Ich gehe da nicht nochmal rein. Oh Gott, jetzt hat die Weihnachts den Gürtel in dem Klo verloren, wo ich gerade gekackt habe. Oh Gott, ist das schlimm. Ich verstecke mich hier gerade, weil diese arme alte Frau, die... Oh Gott, da ist die Weihnachts und die möchte jetzt... Oh Gott, das ist peinlich. Jetzt muss die Weihnachts dann nochmal zurück, um den Gürtel zu holen. Merry Christmas! Habt eine schöne Weihnachtszeit. Es war's heute mit uns, für euch, auf den Weihnachtsmärkten Berlins. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Nee. 2019 gehen wir wieder auf Weihnachtsmärkte, ja, nur für euch. Ja, ich fürchte es schon. Ihr Mäuse, also folgt uns auf Facebook und Instagram und auf YouTube. Bis bald, ihr süßen Mäuse. Bye! Sharing is caring.